So, geht's weiter mit meiner Runde Fly. Wir sind auf dem Floral Fly. Und jetzt habe ich gerade fast versprochen. Fast, nicht ganz. Und ja, ich habe jetzt da gleich noch ein Thema, wie ihr vielleicht gerade schon in den Kommentaren lesen könnt. Es ist zwar schon wieder so ein potenzielles Rage-Thema, wo ich gerade richtig hart abragen könnte, aber ich wundere mich erstmal, warum hier ein Buff fehlt und welche Buff das fehlt. Jetzt geht das so los. Irgendwas fehlt. Warte, waren wir denn bei 8. Master Buff? Ne, wir sind nicht im Master. What? Was fehlt denn hier? Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt definitiv. Aber was? Was fehlt denn da? Ich bin mir nicht sicher. Ich war bei V22k Attack, ein bisschen drüber sogar. Und ich hatte einen Buff mehr. Also ich vermute, dass einfach irgendein Buff aus ist, nur ich bin mir gar nicht sicher, welcher das sein könnte. Warte, ne, wobei der Hero Buff, der bringt, der Slayer Buff, da bringt ein bisschen mehr. Also würde auf alle Fälle um einiges mehr bringen an Attack und so. Von dem her, keine Ahnung. Naja, wir vielleicht schon im Titel enden. What the fuck ist mit meinem FPS los? Holy moly. Drei Fenster offen und. Okay, ein Fenster minimieren und ich habe wieder volle 60 FPS. Whatever. Ja, wie ihr vielleicht schon aus dem Titel lesen könnt, es gab generell schon mal vor nicht so langer Zeit ja mal so ein kleines, naja, Problem oder eine kleine Unstimmigkeit, was ich gehabt habe mit meinem Stiefvater, nachdem er mir dann irgendwie die komplette Wäsche in den Trockner reingeworfen hat und den auf ziemlich oder auf extrem heiß gestellt hat, wobei ich es eigentlich nur kürzen lassen wollte, dann zum Zusammenlegen, dass irgendwie leichte geht oder wie auch immer, und dann irgendwie es vergessen hat und weggefahren ist. Und dann war es da halt irgendwie Ewigkeiten drin und ja, das Ende war dann einfach, dass im Prinzip einfach alles mehr oder weniger dann ungefähr drei Größen kleiner war. Oder zwei Größen, keine Ahnung. Und hat er mir bis heute übrigens nicht ersetzt. Das Ganze war eine komplette Ladung vom also im Ding drin, vom Trockner oder vom Waschmaschine. Da passt schon einiges rein und da war auch einiges drin, was auch nicht ganz so billig war. So, das war das erste Ding. Okay, gut, ist halt irgendwie passiert. Unlucky, aber konnte ich halt eben nicht mehr ändern. Jetzt kam heute das nächste. Er hat irgendwie den Zug verpasst. Gut, passiert. Dachte er sich zumindest, ich warte nicht eine Stunde auf den nächsten Zug, sondern er fährt einfach. Was? Was soll ich lesen? Oh. Jetzt hab ich keinen Schein gesagt. Hinweismünzen, ja, okay. Ja, auf alle Fälle lacht er sich ja dann so zu mir, lacht er sich wahrscheinlich dann so, dann nimmt halt eben mein Auto und fährt dann halt eben mit dem Auto dann eben nach München. Obwohl es eigentlich erstmal so ist, dass man mit dem Auto ungefähr zweimal, dreimal so lang braucht. Gefragt, ob du einen Tipp hast für Mivo. Alles klar. Man braucht einfach ewig, weil da Stau ohne Ende ist und so weiter. Und genau. Das war auf alle Fälle schon mal das erste Ding. Aber wie gesagt, es war generell schon ein bisschen komisch, warum er das gemacht hat, weil das einfach null, also wirklich absolut null Sinn ergibt. Gut, habe mich mal gewundert, whatever. Verstehen generell nicht, was er alles macht. Aber gut. Ja, dann ging es auf alle Fälle weiter. Dann hat er irgendwie mal eine
Dann hat irgendwas mal aufgeblinkt angeblich. Irgendeine Lampe im Auto halt, ein Ding drin. Und dann hat er angehalten nach, ich weiß nicht wann, aber scheinbar war es in Erste München drin oder ja, oder auf der irgendeiner Tankstelle auf alle Fälle. Und das war dann erst relativ spät. Und dann hat er eben nachgeschaut und so und hat gesehen, kein Kühlwasser drin. Oder Kühlwasser leer. Übrigens, bei meinem Auto ist es generell fast schon ein Wunder, dass das wenigstens das Kühlwasser anzeigt. Weil das nicht mehr so neu ist, aber also ich meine, das ist halt ein Wunder ist es nicht, also ich meine, es gibt es doch schon ein bisschen länger und mein Auto ist, glaube ich, keine Ahnung, 6 oder 7 Jahre alt oder so alt. Also irgendwie 2010, 2011er Baujahr oder so, vermute ich mal. Und war ziemlich extrem teuer und so, aber wenn halt jemand damit fährt, dann erwarte ich halt einfach so, dass ich es so zurückkriege, wie sich derjenige genommen hat. Und auf alle Fälle ist da aufgeblinkt und so weiter, dann hat er versucht, irgendwie das Kühlwasser aufzufüllen an der Tankstelle. Also wie man es versuchen kann, in Anführungsstrichen, ist mit Rätsel. Eigentlich ist auffüllen und fertig, aber gut. Auf alle Fälle hat er es dann wirklich auch geschafft, ein zweites Mal zu füllen. Und zwar hat das Kühlwasser dann überlaufen lassen, also zu voll gemacht, hat es überlaufen lassen. Und was auch immer dann war, keine Ahnung, scheinbar ging danach nichts mehr und er wurde dann vom ADAC abgeschleppt. Und ich kriege gerade schon Mordfantasien. Nein, also momentan ist er, kotzt mich so hart an. Ich hoffe, das sieht das Video gerade nicht, vielleicht auch schon, ist mir gerade relativ egal. Aber also er hält mir das seit ich weiß gar nicht, 5, 6 Jahren oder so vor. Ich habe mal von ihm irgendwie so ein, war irgendwie fürs Abwasser mal so eine Druckluftpistole, keine Ahnung, wie sie das nennt, mal kaputt gemacht. Nicht mal kaputt gemacht, sondern die einfach nur, ich sag's mal, einfach mal abgenutzt für andere Zwecke. Und ja, keine Partyskills mehr, nice. Mach ich halt lieb, okay. Dann gehen wir sie mal wieder. So. Auf alle Fälle hält er mir das seit Jahren vor. Und er kommt einfach daher und killt mal so ziemlich alles, was ich gerade irgendwie so habe. Also in Anführungsstrichen in Form von erstmal Wäsche, Kleidung, keine Ahnung. Und jetzt schauen wir noch das Auto. Keine Ahnung, was er da genau jetzt geschafft hat, was er gemacht hat. Ob das Ding jetzt einfach einen Motorschaden hat, dann kann er es wegwerfen. Das wäre dann so ziemlich der Worst Case. Also ich meine, das Auto war jetzt nicht toll, ich glaube es waren 1,5, was ich dafür bezahlt habe. Also für ein VW Lupo, das ist generell nicht so teuer, deswegen sind 1,5 dann noch so ein okay Preis. Dann ungefähr nochmal Geld reingesteckt, ungefähr 2, ja gut, ungefähr nochmal 2, also insgesamt so 3,5 bis, ja 4 wäre ein bisschen zu viel, ungefähr 3,5, denke ich mal. Kannst du mir kurz Lied geben? Wann, was macht der Typ dann? Oh. Ja, ich gebe mir. Come on, jetzt haut mal ins Gesicht rein. Okay, was auch immer er gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht mal SMS geschrieben, es ist aktuell 11:30, by the way. Er ist vor 6 Stunden so losgefahren. Und momentan habe ich noch nicht mal eine Antwort bekommen. Er hat mir noch nicht mal das selbst geschrieben, also er hat nicht mehr angerufen oder so. Also, wenn er heute Abend heimkommt, dann werden wir mal eine ausgiebige Zeit auf alle Fälle reden. Definitiv. Und es wird es wird ein interessantes Gespräch vermutlich. Also,
wie gesagt, nachdem er noch nicht mal das erste Ding ersetzt hat und so, ist er damit jetzt echt ein bisschen zu weit gegangen. Also, da es haut nicht so lange Skills rein, wenn er ganze DCs kriegt. Wie gesagt, mir fehlen aktuell so ein bisschen die Worte. Ich habe es gerade nur Vorhammer so nebenbei mitgekriegt. Bin aufgestanden, so kam meine Mutter zu mir und hat gesagt so, ja, hey da, dein Stiefvater, also Namen so, hat irgendwie da so und so und keine Ahnung. Und ich denke gerade so, okay. Wir reden noch, so nach dem Motto. Nee, also wenn es darum geht, dass er mir einfach irgendwie richtig, also mich richtig hart provoziert oder nervt oder so, dann ist der Typ echt ein, dann ist das ein Talent, glaube ich. Der ist echt ein Naturtalent drin. Oder wenigstens mal irgendwie Bescheid sagen und so, wäre einfach das Mindeste. Oder wenigstens einfach mal die Sachen ersetzen, die man dem zerstört. Oder kaputt macht oder eben für eine Stunde oder 2 Stunden so einen Trocken drin lässt bei maximaler Temperatur oder so. Ja. Aber gut, ich lasse manchmal nicht den Tag mit Luft verderben. Ich habe für heute noch ein paar Sachen geplant, die ich noch machen möchte und muss. Ich werde mal schauen, dass ich das Ganze noch irgendwie hinkriege. Wird ein bisschen lustig wieder werden, ein bisschen stressig. Beziehungsweise stressig generell nicht, weil meine Internetleitung sagte sowieso, was du willst, nur das Let's Play machen und du musst dafür einen Game downloaden. Ja, okay, ich nehme jetzt mal 5 Stunden Zeit dafür. Für ein 2 GB oder 3 GB oder Game oder so. Von dem her, ja, noch ein paar organisatorische Sachen, da muss ich eigentlich lernen. Ich habe nämlich geplant, mit Dani Wasta ein Let's Play zu starten. Und zwar nicht Meister, nicht Floral, sondern ein anderes Game, vermutlich. Entweder wird es Rust oder Seven Days to Die. Ich bin ein extremer Seven Days to Die Fan, was das anbelangt, aber ich sage mir das mal nicht und lasse mich trotzdem selbst überraschen, weil ich Rust noch nie gezockt habe. Und von dem her, ja, wenn wir generell miteinander schreiben, haben wir es ja noch nicht wirklich. Ja, ich habe dem zwar versprochen, eigentlich schon letztes Wochenende zu schreiben. Nur war da einfach relativ viel los und ich habe es irgendwie verplant und verkackt und habe es irgendwie vergessen. Keine Ahnung. Mit anderen Worten, ich habe einfach nicht geschrieben. Bisschen blöd, aber ja, gut. So. Folgen. Jetzt fehlt ja schon wieder irgendwas. Was fehlt denn die ganze Zeit? Ach so, Pat. Genau. Es levelt jemand. Wie komisch das Shineset kostet. 1K und Emerald 1,1. Aha. Keine Ahnung, was du sprichst, aber okay. So, mein durchbuffender 23,3K Attack. Das ist ganz brauchbar aktuell. Ja, die XP sind ganz in Ordnung auch. Naja, wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt. Das wird. Oh mein Gott, der Ding hat schon lang. Mehr als genug Geld hier, der Leech. Mist. Will mal interessant. Ich bin mal gespannt, wann ich dann irgendwann die Information kriege, was los ist, wie viel es kostet oder ob es gleich auf dem nächsten Schrottplatz abgeliefert hat. Und ja. Ich meine, das Ding ist, ich hatte nicht mal ein Problem damit, wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich bin irgendwo angefahren, bin in den Stein gefahren, also vielleicht mit Vollgas, aber halt irgendwie bin irgendwo angeeckt oder so, haben einen Kratzer drin, haben eine Delle drin, haben ein anderes Auto gerammt, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Wisst ihr, das Auto ist mir, die Karosserie ist mir relativ Wayne, weil die ist generell schon ein bisschen verbeult und, also, ein bisschen verbeult, nur leicht verbeult, ist nicht so extrem wie, keine Ahnung, manche rumfahren. Also, wäre mir relativ Wayne, wenn ein Kratzer drin ist, so, weißt du, scheiß drauf, das Auto ist alt, das, ist einfach das erste Auto und, interessiert mich persönlich nicht. Nur, wenn er halt, dann, wenn es einfach mal losgeht, dass er halt irgendwie einen Motorschaden oder so hat, dann ist es halt einfach irgendwie ein bisschen was anderes, also. Naja. Ich meine, zahlen wir sowieso eher. Und, na gut, okay, keine Ahnung. Aber was ich mal schnell leisten kann, irgendwie ein neues Auto für 3,5 oder so zu kaufen, ich glaube eher mal weniger.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut, okay, jetzt ist Weihnachten, kommt Weihnachtsgeld bei ihm. Dann weiß ich zumindest schon mal, woran er investieren kann. Wäre mal cool gewesen, für den Urlaub mal zu investieren und so, aber wenn man es einfach durch irgendwelche dummen Aktionen, durch extreme Dummheit und extreme, keine Ahnung, einfach dann immer irgendwie schaffen, Scheiße zu bauen. Sowas kotzt mich einfach extrem an. Also da könnte gerade echt upragen wegen so einem Scheiß. Weil es einfach immer und immer wieder passiert und immer wegen so unnötigen Sachen einfach. Ich meine, keine Ahnung, wenn er einfach irgendwie die Lampe aufblinkt oder aufleuchtet, das Kühlwasser aus und so, was macht man? Ja, erstmal weiterfahren, genau. Ich weiß auf alle Fälle schon mal, wer mit meinem Auto nicht mehr fahren wird. Auf Lebenszeit. Und ich weiß auch, wer meine Wäsche nicht mehr wascht. Also, ja. Ich meine, das Ding ist, er hat bei beiden Sachen nicht gefragt. Also es war, gut, das erste ist ein bisschen unnötig, aber das zweite, ich meine, hätte er zumindest mal fragen können oder so, keine Ahnung. Macht er aber generell nicht, weil ihn das so ungefähr gar nicht interessiert. Aber wie gesagt, egal, wie auch immer. Ich kann mich jetzt zwar noch 3 Stunden drüber aufregen, aber mach jetzt mal nicht. Weil ich eigentlich, wie gesagt, ich will mir gar nicht die Laune durchverderben. Wegen so einer Dummheit einfach nur. Und ich lasse mich überraschen. Auch heute Abend. Auf alle Fälle kriegt er erstmal den besten, feinsten Flame von mir, den sich nur irgendwie vorstellen kann. Also in den Genuss kamen bisher nur ein paar WoT-Spieler oder ein paar viele in LOL, aber er wird in den Genuss kommen. Er wird Spaß haben. Und naja, ich bin gespannt. Ich warte erstmal ab, was er sagt. Und ob da überhaupt eine Story kommt oder irgendwie irgendwas anders. Und was genau los ist. Also, das ist schon mal so das Erste. Ich frage mich vor allem, was er denn macht. Ist das irgendwie noch in die Arbeit oder so? Oder keine Ahnung. Bei Phoenix verliert man nur die Quests, wenn man stirbt, oder? Was Questies verlieren? What? Keine Ahnung, was das spricht. So, naja, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Ich werde hier noch eine Timelapse dranhängen. Und hoffe dann, na gut, okay, welches Level schaffen wir? 150? Bestenfalls, allerbestenfalls. Ich glaube nicht mal 150 ist drin. Die XP werden langsam echt weniger. Und ja, ich weiß, ich sollte meine ganzen XP jetzt reinhauen und dann wirklich ordentlich leveln. ja, nur zur Zeit habe ich einfach noch, es ist einfach vor Weihnachtszeit, es ist generell stressig. Und dann einfach noch irgendwie versuchen schon mal fürs Neue, für 2017 dann eben mein neues LP-Schedule aufzubauen, vorzuplanen, vorzubereiten, die ganzen Let's Play-Partner irgendwie schon mal anzuschreiben, alles planen, alles downloaden, alles einstellen, die Thumbnails vorbereiten, Beschreibungen, Tags und so weiter. Das haufenweise Arbeit noch den Trailer, was wir nicht mehr machen und so. Und deswegen irgendwie jetzt gerade wirklich offscreen spielen um irgendwie 2 Stunden am Stück und so, ist schon echt schwer eigentlich. Also von dem her, ich werde es vermutlich mal irgendwann spontan machen. Vielleicht mal an irgendeinem Wochenende, irgendwann, vielleicht mal irgendeine Nacht oder so. Keine Ahnung. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen und jetzt warten wir zum zweiten Mal.